Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Jan, bin von Liberty Delis. Da muss ich dir leider widersprechen, Klaus. Delis von Delicious, hat mit Delis nichts zu tun. Der eine oder andere kennt mich hier. Für alle anderen, wir haben einen kleinen Stehimbiss, einen Burgerladen auf der Krüppeliner Straße. Das bin ich stolz drauf, weil es mittlerweile auch so eine kleine Institution hier in Rostock geworden ist. Und um darüber zu sprechen, musste man eigentlich dazu kommen oder überhaupt erstmal sagen, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, das zu machen und warum hier. Jetzt hier mit dem Mikro kommt es nicht mehr ganz so doll durch, aber ich habe so einen leichten Berliner Akzent. Ist nur ein bisschen, geht grad. Ja, 17 Jahre in Berlin gelebt, da meine Frau kennengelernt, wir haben unsere Kinder von da und irgendwann einfach sind halt mit dabei und irgendwann kam dann so der Wunsch, ich als bin wirklich geborener Mecklenburger, bin auch Herzblut-Mecklenburger und ich wollte wieder nach Hause. Ja, so und wohin? Für uns stand eigentlich fest, wenn dann die schönste Stadt in Mecklenburg ist Rostock. Ist jetzt nicht, um hier irgendwie Applaus zu bekommen, sondern das ist einfach so, ist für uns die Stadt, die am schönsten ist. Und dann war die Frage, wo und was. Ja, wir sind beide eigentlich komplett artfremd. Ich bin gelernter Zentralheizung, Lüftungsbau, meine Frau Friseurin, also machen wir einen Burgerladen auf, war klar. Naheliegend. Claudi hat halt schon lange einen kleinen Feinkostladen gehabt, hat einen Imbiss gehabt und einen Obst- und Gemüsehandel. Und ich habe meine Affinität zu den 50er Jahren der USA. Ich fahre seit 12, 13 Jahren amerikanische Autos. Darüber kam es dann, dass man natürlich in einer Rudelbildung mit mehreren von diesen Kisten einfach irgendwo zweite Reihe vor so einem Ding in Berlin geparkt hat. Aber, und da kommt das Aber, und das ist das, was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, die Läden haben immer alle ein Problem gehabt. Die waren beim ersten Mal gut, beim zweiten Mal gut, aber irgendwann kam die Langeweile. Und wir haben uns gesagt, wenn wir sowas machen, und es stand fest, dass wir sowas machen, dann muss ich irgendwo für meine Kundschaft auch immer wieder einen neuen Reiz setzen. Das darf nicht langweilig werden. So. Und da haben wir uns überlegt, wie man das macht. Und wir haben eben angefangen, gleich November 2012, 20. November haben wir eröffnet. Und wir hatten am 1. Dezember schon den ersten Burger des Monats. Das heißt, wir haben jeden Monat bei uns im Programm einen neuen Burger. Immer wieder was Besonderes, was man so in dieser Komposition wahrscheinlich woanders nicht so schnell findet. Und damit haben wir auch ganz viele, ich sehe ja einige hier im Publikum, Kunden, die eine gewisse Kundenbindung erfahren haben. Weil eben jeden Monat der Anreiz da ist, wieder hinzukommen und das wird nicht langweilig. So, damit haben wir eigentlich schon mal einen Grundstein gelegt. So, dann kam dazu, dass wir eben dazu eben nicht nur dieses Standardprogramm fahren, sondern eben doch wirklich versuchen, immer wieder das Besondere zu holen. Und so hat es eben angefangen, dass wir zu dem Standard Rindfleisch, nennen wir es mal so, angefangen haben, mit dem Iberico-Schwein damals zu arbeiten. Da war Stefan noch, sehe ich hier, schönen guten Abend, war noch Fleischer bei einem Handelshof und da haben wir eben von da verschiedene Fleischsorten noch dazu geholt und haben eben angefangen, auch in diese Richtung mal ein paar Kreationen auszuprobieren, die so nicht alltäglich sind. So, und das hat gegriffen. So, aber man hat trotzdem immer die Aufgabe und die stellen wir uns eigentlich jeden Tag, wo heben wir uns von der Masse ab? Wie bekommen wir dorthin, dass unser kleines Geschäft einzigartig bleibt, wo eben der Vergleich mit anderen schwierig wird, weil man eben wirklich ein Produkt hat, was es eben nur bei uns gibt. Und die Möglichkeit haben wir dann irgendwann bekommen über die Gourmet-Manufaktur im Gut Kleppelsheim. Das ist ein Biobetrieb, auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, der ist in meiner Heimat, in Straßburg. Und die züchten, schlachten und verarbeiten ihre Rinder eben komplett selbst. Wir haben 800 Engelsrinder zu laufen, haben eine Schlachterei hinten dran, haben einen riesen Kühllager mittlerweile aufgebaut, wo sie eben durch die Möglichkeit haben, eben auch für den großen Verkauf Dry-Age-Fleisch zu produzieren und. Also, da kenne ich mich im Detail auch nicht so aus, aber ich habe die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, ich hätte mein Fleisch gerne so. Und so ist es dann eben gekommen, dass wir eben für uns, speziell für unseren Laden, ein Burger Patty entwickelt haben, den es so in der Art und Weise nur bei uns gibt. Wo wir eben uns hinstellen konnten und sagen konnten, okay, das ist einzigartig, das haben nur wir.
Und dann haben wir angefangen, auch da die Variation zu bringen. Die haben eben auch Lämmer, die haben Schweine, die haben Wild. Wir haben angefangen, diese Sachen auch reinzunehmen, weil wir eben gemerkt haben, dass diese regionale Produktion gar nicht so viel teurer ist, als wenn man eben Massenware kauft. Ja? Und sicherlich ist das ein Preisunterschied gewesen, ich glaube so von ca. 20%, aber wir haben festgestellt, nach Rücksprache mit den Kunden, dass die das halt auch gerne angenommen haben, weil die Qualität des Produktes einfach viel höher ist, der Geschmack viel intensiver und eben das eben was aus der Region ist, eben was Besonderes, was Frisches. So. Dann kam der nächste Punkt, wo wir dann gesagt haben, wir haben den Burger und das Erste, was der Kunde in die Hand nimmt, ist immer das Brötchen. Das Brötchen ist immer das Erste, was du schmeckst, was du riechst, was du anfährst, was du spürst. Und wenn das Mist ist oder Standardware ist wie überall, ist das eben ein Burger wie überall. Also haben wir uns eine Bäckerei gesucht und das war in dem Fall hier in Rostock die Grubenbäckerei mit Jens Mühlau. Und wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, oder wir haben ihn einfach für uns mal ein Brötchen entwickeln lassen, haben gesagt, wir brauchen das und das und das und wir hätten das gerne so fest. Mit den Inhaltsstoffen, wir hätten gerne diesen Geschmack drin. Und Jens hat sich hingesetzt, hat uns was fertig gemacht, hat uns das präsentiert. Wir haben nochmal ein kleines Feintuning gemacht. Und seit März letzten Jahr haben wir eben die Brötchen jeden Morgen backfrisch aus der Grubenbäckerei. Auch ein regionales Produkt. Und wir mussten noch nicht mal mit dem Preis hochgehen, weil es der gleiche Preis war wie das Massenprodukt, was man eben als TK-Ware gekauft hat. Man ist überrascht. Ja? Seitdem haben wir die Möglichkeit, eben auch für den Burger des Monats, jeden Monat ein Brötchen machen zu lassen. Das heißt, jeden Monat müssen wir uns überlegen, was passt zu unserem Fleisch, was wollen wir machen, wie können wir jetzt was machen, was es so noch nicht gab. Momentan haben wir, ich sage als Beispiel jetzt mal, diesen Monat ein Butterbrötchen mit Zitronengeschmack. Ich glaube, so ein Burgerbrötchen hat noch keiner von euch in der Hand gehabt. Das gibt es nicht. Das ist so eine Idee gewesen von uns und die hat er auch eben perfekt umgesetzt. Und so haben wir eben jeden Monat eine Überraschung. Ja? Das Gleiche ist jetzt mittlerweile mit dem Fleisch. Wir haben die Möglichkeit, einem Fleischer zu sagen, ey, pass auf, ich hätte gerne diesen Monat in meinem Fleisch ein bisschen Chili, ein bisschen Ingwer drin. Kannst du das machen? Ja, Logo, kein Problem, kriegen wir. Nächsten Monat gibt es Reh und Hirsch. Sehr mager, frisch, wird frisch geschossen, ist nicht aus dem Gatter irgendwo. Da sind wirklich die Jäger gefragt, die wissen auch Bescheid, die wissen, was sie jetzt schießen müssen, das wird das haben. Und da, aber so funktioniert das. Ne? Und da sind wir dann bei dem Punkt, so haben wir die Möglichkeit, eben immer wieder was Besonderes zu präsentieren, was Regionales. So was, was es so in der Zusammenstellung, in der Art und Weise nirgendwo anders gibt. Und ich glaube, das ist dann so ein Punkt, wo die Leute auch gerne zu uns kommen und sich auch gerne mal überraschen lassen. Ne? Das ist dann genauso, wir haben ja auch viele Marketingfirmen und so weiter hier anwesend. Ich war auch sehr überrascht gewesen, was Facebook als Beispiel für einen Werbeträger ist. Ne? Wie viele Leute man eigentlich darüber erreicht, das ist sensationell. Ne? Und das ist halt natürlich auch ein Medium, was wir dann auch gerne nutzen, wo wir dann die Möglichkeit haben, eben ein Foto zu machen und zu posten und zu sagen, was das eben diesen Monat gibt. Und die Resonanz darauf, die ist dann erstaunlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte vor 5 Jahren, als wir angefangen haben, nie damit gerechnet, dass unser kleines Geschäft uns mit so viel Stolz erfüllen wird und dass wir irgendwann diesen Weg eingehen. Ja? Und dieser Weg ist eigentlich zu vergleichen mit einer Reise. Ja? Man fängt an, meine Frau hat mit mir zusammen dieses Unternehmen gegründet. Die war von Anfang an bei dieser Reise mit dabei und die wird so bis zum Ende mitgehen. Und dann gibt es auf dieser Reise eben Leute, die dazukommen, die mit einsteigen und die irgendwann aussteigen. Wir haben das gehabt mit Teilzeitkräften, ne? Wir haben halt einen Student gehabt, der war dann fertig, ist gegangen. Dafür haben wir den nächsten gekriegt, der ist mit eingestiegen. Wir haben unseren Mitarbeiter, den Frank, der ist mittlerweile auch schon seit 4 Jahren bei uns. Auch eine treue Seele, super zuverlässig. Sind wir auch glücklich, dass wir den haben und dass er uns auch möglichst lange noch begleitet. Und dann hat man eben auch Zulieferer, ne? Wo man sagt, jetzt kommt mal ein neuer dazu, man probiert mal was aus und irgendwann trennen sich halt auch mal wieder die Wege und man sucht eben wieder irgendwo was Neues, um eben irgendwo wieder einen neuen Reiz zu setzen, dass die Leute eben sagen, okay, das mal was anderes. Und das ist auch so ein kleiner Zugzwang, den man hat. Man ist so irgendwo, als man angefangen hat, war das alles so ein bisschen einfacher. Ne? Keiner kannte einen, die Leute sind gekommen, haben ein bisschen geguckt. Heute ist man so ein bisschen auf dem Präsentierteller und viele gucken auf einen, was macht der. Und wir haben auch festgestellt, dass es eben doch Sachen gibt, die eben doch andere Leute für sich mit aufnehmen und für sich auch mit umsetzen. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht stehen bleiben. Ne? Wir müssen eben wirklich gucken, dass wir permanent eben immer irgendwo einen Schritt weitergehen. Und jetzt haben wir eben momentan noch unser kleines Geschäft als Stehendes und der Wunsch, irgendwann
mal einen kleinen Laden mit Sitzplätzen zu machen. Der besteht natürlich auch und da sind wir eben doch schon am Gucken. Aber das hat Zeit. Weil ich möchte da auch nichts über Knie brechen oder irgendwo mit Gewalt eine Aktion starten, weil das muss eben doch alles machbar bleiben. Und das Konzept für diesen Laden, kann ich schon mal vorwegnehmen, steht komplett. Wir haben das fertig. Und wir sind auch in Verhandlungen schon mit zwei Personen, wo wir mal sehen, was da so kommt. Und ich denke mal, so innerhalb der nächsten zwei Jahre ist das so bei uns auch der Wunsch, dass wir da eben doch mal durchstarten und da eben dann noch mal einen Schritt weitergehen. Und das ist natürlich ein Schritt, vor dem man noch so ein bisschen Muffensausen hat, das ist ja ganz normal, ne, weil man eben irgendwo sich was aufgebaut hat und mit Sicherheit auch der Druck kommt, setze ich das so um, wie ich es eigentlich selber möchte. Ich glaube, der größte Druck, den macht man sich selbst. Ne, weil man irgendwo einen gewissen Erfolg natürlich auch haben möchte und eine gewisse Verantwortung hat. Ne. Wir haben halt eben auch drei Kinder, ne, da sind wir eben auch irgendwo in der Pflicht, die auch noch entsprechend zu versorgen, was dann eben auch nicht so einfach ist, weil ich sag mal, ich habe mit Sicherheit mindestens eine 70-Stunden-Woche, bei meiner Frau sind es so 50 bis 60 und dann eben zu Hause noch, dann mit der Familie alles unter einen Hut zu kriegen, ist dann manchmal auch nicht so einfach. Und wenn man jetzt nochmal so einen Schritt weiter geht, na gut, dann kommst du mit 70 Stunden in der Woche nicht mehr hin. Das ist dann halt auch eine Sache, wo man eben von vornherein weiß, dass eben da eben doch viele Leute an der Seite stehen müssen, die einen zum Teil entlasten und die diesen Weg auch mitgehen. Ne? Da sind wir wieder beim Thema Reise. Werden wieder welche mit zusteigen, wieder welche mit dazukommen. Und dann geht das Schiff weiter. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da eben auf einem guten Weg sind. Wie lange muss ich denn noch? 30 Sekunden. Was? 20 Sekunden. Da habe ich ja gut abgepasst. Ja, Mensch, siehst du. Eigentlich, ja, wie gesagt, ist das so eine Sache, auf die ich mich freue. Und denke, da wird es dann auch zeitnah, in nicht allzu ferner Zukunft, auch nochmal irgendwo eine Auskunft geben dazu. So. Dankeschön.